Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kotschnoops! Kotschnoops? In der wundervollen Shovel Knight Edition, möchte ich fast sagen. Die Shovel Knight Edition. Auf zum Wrecked Ship. Oder Wrecked Ship. Welchen Knight erwartet? Polar Knight. Polar Knight. Ja. Lass mich raten, du kannst da nicht schnell nicht stehen bleiben, oder? Ja, du rutscht weiter. Ja. Ich hab's so gewusst. Es ist ein... It's a slippery slope. Slippery. So. Das Level an sich finde ich ganz nett, aber es ist oh, ein alles andere ist, alles andere ist einfach. So. Ja, der Hund tried auch sehr hart, nicht. He tries its hard. Auf die Go zu fallen. So, erstmal alles mitnehmen. Alle Schätze, mehr Schätze. Und für alle, die sich jetzt echt was Sorgen um den lieben Jaden machen, nein, er ist nicht zu einem gewissen Smeargol geworden. Noch nicht. Noch nicht, ja. Weil wir haben bisher noch keinen... Aha! Wer weiß, was wo drin liegt, das ist wieder mal typisch. Oh, ein Wikinger. Oder zumindest einer, der vorgibt, einer zu sein. Ja. Er ist bärtig und schießt mit was schießt er denn? Speeren? Mit Speeren, ja. Erstmal angeln, ja. Erstmal. Aber ich finde die Zerbrechen angeln. Ziemlich geil. Ja. Das muss man schon sagen. Ah! Ich habe was gefunden. Drop the bass. I was about to make a joke about that dubstep, but instead I drop it. Instead I dropped it, ja. Ha! Hab ich gestern noch gehört. Ja. Hab mir gedacht. Hut. Das ist oh yeah. Lass mich raten, die Schneeflocken tun weh. Ja. Oh mein Gott, die sind so schwer. Ist ein Icy Mage. Er schaut auch ein bisschen aus wie aus Final Fantasy. Das ist wahrscheinlich auch. Ja, leichte Anleihen. Eher Final Fantasy Tactics, wenn du mich fragst. Aber das ist nicht. Ja, ja. Ja, nein, ich meine nur diesen. Ja. Mit schwarzer Mütze. Ach so, ja. Mit schwarzem Gesicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Mütze. Du springst klar auf seinen Kopf, aber dennoch blockt das Schild das ab. Ja, naja, weil er awesome super shieldig ist. Mein Mr. Super Shield. Oh, ach, so machen wir es so. Ja. Unsere Video aus der letzten Aufnahme herausgefunden haben, genau. Invisibility Spell. Genau, weil der... Weil der, die Aufnahme einfach die Frames nicht mitkriegt. Richtig. Diese blinke Frames. Weil... Der Knight, unser Schild, Shovel Knight, blinkt ja, wenn er gehittet wird oder wenn er seinen Super Schild macht. Genau, und das ist zu schnell für die Aufnahme. Anscheinend zu schnell für die Aufnahme. Ja. Upp, da sieht man es, man sieht nichts, bis er wieder aufhört zu blinken. Ja, das Ding ist ja das, teilweise sieht man es ja, teilweise sieht man es nicht. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, woran es liegt. Ich weiß nur, dass es nicht nur in unserer Aufnahme liegt, sondern das tatsächlich ist anscheinend öfter. Echt ein gröberes Problem. Ja, ich habe mir wirklich am Anfang Sorgen gemacht, aber war dann nicht so schlimm. Ja, du verwendest es jetzt auch nicht so naja, unhäufig. Ich verwende es ja schon sehr inflationär, möchte ich sagen. Ja. So. Ich mag das. Ich mag diese Mechanik. So. Die bösen Stacheln aus. Weil der Schnee so stark ja. ist, dass er Stacheln irgendwie... Vor allem, er komprimiert sich auch nicht bestimmt. Ja, natürlich. Huh. Da hast du jetzt Schaden bekommen. Ja. Das war nicht so toll. Hup. Was du alles an Kisten schon ausgeräumt hast, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich muss Schätze finden. Ich schaufel mir die Schätze frei. Ja, das war aber ganz knapp. Ah, diese Schneeflocken kommen aus diesen Kugeln. Aus den Kugeln raus, ja. Ah, verstehe. Hup. Alles immer mit der Ruhe. Ich mag die nicht wirklich. Na komm, dreh dich um. Du kannst den killen, auch wenn das Schild vor sich hat? Ja, aber nur wenn ich die Dings, nur wenn ich den aufgeladenen Schlag habe. Der Schnee geht auch nicht, oder? Nein, der bleibt. Nein, der bleibt. Gott sei Dank. Ja, stell dir mal vor, der wäre weg, wenn du in. Oh, was ist das? Ja, Rainbow das ist Road eine oder was? Sehr, sehr coole Mechanik. Boah, was ist das?
das Rennen ziemlich tricky. An die Rainbow Road. Ja. Ah, das ist aber echt geil. Das ich finde die Idee echt cool. Sorgt aber auch für sehr, sehr interessante Situationen. Ja, das kann man vorstellen. Hut. Hut. Verdammt. Du hast nur noch 3 Life, gell? Ja, das ist alles kein Problem. Das ist alles kein Problem, es ist geplant. Ja, es ist geplant. Wir müssen ja für unsere Zuschauer müssen ja einen Spannungsbogen erhalten und wenn ich genau dieses Ding ausspreche, verkackt das. Ja, ich weiß nicht, ich wollte nicht in die Bombe reinspringen, aber hab dabei komplett übersehen, dass nicht in die Bombe springen bedeutet, ich sterbe. Ja. War jetzt auch nicht das Optimum. Ja, das kann man nicht als optimal betrachten. Ja. Dann wenigstens haben wir alles wieder. Nichts verloren, alles gut, nur ein bisschen Zeit. Aber wir haben ja Zeit. Hopp. Hopp. Boom. Ja, ich hab's einfach mal dieses Mal drauf ankommen lassen, einfach nur weil ich nicht wollte, dass ich nochmal da an derselben Stelle sterbe. Hätte fast denselben Fehler wieder gemacht. Ah, ich habe mir schon gedacht, wie kommt das denn da weiter? Mhm. Ich finde das geil, dass man auch über dem Hut oben quasi die Figuren. Das hat er gefickt eingeschädelt. Nein, du geht's nicht weiter. Hätte ich mir erhofft, war aber nicht. Aber die Münzen haben wir so, wie viel sind das? 20. Ja, hey. Gotta get me some gold, ja? Ja, ne. mit dem Ding kann man auch Leute töten. Ja. Oh, sie können auch springen. Mhm. Und da hat er auch die Schnauze bekommen und schon wieder. Ja, dann wenigstens. Ein Apfelchen! Ja, in diesen Dingern sind immer ungefähr so viel drin, wie du halt an Leben verloren hast und gerade brauchst, so auf die Art, so. Zumindest kommt mir so vor. Ich komme da nicht drauf, sag ich jetzt. Aha! Oh nein, scheiße. Perfekt! Gott, das ist so schlimm! Aber die kannst angeln. Ja, das schon, aber trotzdem, die Stelle ist echt hart. Alles nochmal. Ja, wenigstens kennst du es jetzt schon. Der war gut. War der gut? Ja, aber jetzt holt die Dinger nicht wirklich. Ja, du gibt's ja auch nichts mehr zum Holen. Du musst trotzdem den da wegräumen. Weißt du, sonst kommst du nicht durch. Oh Gott. Junge. Ja, fangt schon gut an heute erst. Das hätte auch schief gehen können. Ja. Gewaltig schief gehen. Ja. Hüt. Hüt. Hat hat hat. Hat. So. Genau, einfach von unten weiter. Killing. Kill it with ice. Kill it with ice. And Rainbow Eyes. Fuck you. Ja, einfach mal weiter. Holst du das Gold oder nicht? Ich muss den erstmal aus dem Weg räumen, weil sonst bin ich da gefickt. Ich hol mir mein Gold auch gleich zurück. Aber vorher. Eieiei, der tut schon wieder nach Fisch da an. Hm? Wer weiß, was es da Schönes gibt? Ein Eislachs. Ein Kroppel. Oh yeah. Hail the Fish Girl. Bekommt man die Sachen dann immer gleich, oder? Ja, wenn du gerade einen leeren Dings hast schon, ne? Also wenn du gerade so einen leeren Kelch dabei hast, dann kriegst du von dem eine von den. Ne, aber sofort, oder? Ja. Die kann ich jetzt dann benutzen. Ach, du kannst es benutzen. Ja. Das heißt, es ist immer sofort. Das ist ja ein bisschen blöd. Komm runter. Aha! Checkpoint. Das wäre jetzt echt böse, wenn du jetzt nochmal gestorben wärst. Ja, allerdings. Kann ich mir bessere Dinge vorstellen. Aber wir haben ja schon in einer der letzten Episoden deinen Angstlevel bezwungen. Meinen Angstlevel? Mit Plague Knight. Ja. Boah, ich hasse Plague Knight so sehr. Oh, Eil.
Schnee. Ja, da brauchst du auch Balls, dass du einfach mal drüber springst. Ja. Oh, wer ist in einer Kiste? Der Chester ist in einer Chest. Was für... Das fuckt mir jetzt auf, dass der Chester in einer Chest ist. Hm. Tricky. Das Hörnchen behalten wir uns da auch gleich, weil... Ja, geil. Ja. Kostet aber auch genug Mana. Genügt 15, oder was? Ja. Oh! Ich weiß zwar nicht, ob man es auf der Aufnahme gesehen hat, aber wir sind gerade ganz knapp noch mit Invincibility Frames auf dem Instant-Kill-Stachel gestanden. Ja, und gerade noch weggekommen. Tricky. Oh. Oh, der arme Hund. Ja. Ja, ich sehe das Glitzern gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kriegt ein Auge dafür. Es wäre sehr useful, ja. Okay, dann nicht. Du lässt sie immer in ihr Verderben springen. Weil es am einfachsten ist, weil die zwei Schläge aushalten. Zwei Schläge, ja. So, hopp. Zack. Oh. Killst sie mit dem, oder? Ja. Wer will muss können? Du kannst das nicht mehr aufheben. Das sind 80. Haha. Ja, gut. Was ich alles kann und werde. Ja, okay. Ich würde sagen, I dare you. Ob wir diesen Checkpoint erreichen oder nicht, sehen wir das nächste Mal bei Couch News. Couch News. Ciao.